Hi und willkommen zu einer neuen Folge Bühne frei. Diesmal soll es um Mustafa gehen. Ich habe Mustafa eines Tages auf Twitter entdeckt, denn ich habe gesehen, dass Leute wie Frank Dukes, Jamie XX oder auch James Blake hier einen Mann supporten, der noch nicht mal einen Song released hat. Und ich dachte mir, wenn diese drei Männer hier anwesend sind und gleich sagen, ja, dieser Mann, den müsst ihr euch anhören, das ist ein richtig cooler neuer Artist, spätestens dann bin ich dabei. Denn die zwei Songs, die ich euch heute zeigen werde, sind sensationell. Einer davon hat es in meine Top-Liste der besten Songs geschafft, aber darum kümmern wir uns später. Zuerst hören wir uns seinen Song Air Forces an. Es ist ein Pop-Artist, der sehr, sehr mit gefühlvoller Stimme Balladen singt. Zumindest in den zwei Songs bisher. Ich habe schon mindestens ein Snippet gehört, wo es ein bisschen andere Instrumentals gibt, wo er ein bisschen in andere Richtungen geht. Aber die zwei Songs, die ich euch zeigen werde, sind Balladen. Sind auch sehr schöne Pop-Songs, im Endeffekt auch ein bisschen über seine Lebenslage oder die seiner Freunde und Mitmenschen. Und da bin ich natürlich sofort dabei, wenn es um solche gefühlvollen Themen geht. Don't kiss your Air Forces, just stay inside tonight. Es macht so Spaß, den Mann zuzuhören. Ich bin so gespannt, was er in nächster Zeit releasen wird. Was ich an ihm so mag, ist, er spricht jede Silbe so schön aus. Die Songs von Mustafa fühlen sich an wie Selfcare-Gedichte. Zu dem Zeitpunkt ist Mustafa auch noch nicht bei einem Major-Label gesigned, aber ich glaube, das wird nur eine Frage der Zeit sein. Außer er will natürlich nicht, das könnte ich auch verstehen, weil er hat schon genügend Streams erhalten, dass man sagen könnte, du bist auch schon erfolgreich genug, um auch dich alleine durchzuboxen. Von dem her könnte ich mir auch vorstellen. Production ist auch so schön. Es ist einfach so schön, ihm zuzuhören und ich bin einfach nur begeistert von ihm. Natürlich sind alle Personen, die ich in Bühne frei benutze, natürlich sehr tolle Artists. Dennoch muss ich sagen, Mustafa ist der Beste und der mit dem höchsten Potenzial. Das geht halt einfach in diese kultige Samfer-Richtung, Frank Ocean-Richtung, Giveon-Richtung. Sehr, sehr schöner Pop, es ist sehr schöner R&B, es ist einfach ein sehr klasse Song. Die Diskografie ist zwar sehr klein zurzeit, aber sie ist halt einfach etwas, was man wirklich im Auge behalten sollte. Kümmern wir uns um den anderen Song, der es hoch in meine Top-Liste geschafft hat, der besten Songs des Jahres. Es ist Stay Alive. Oh mein Gott. Gänsehaut. Ich liebe es so sehr. Es ist schön. Es ist wirklich ein faszinierender Song. Und ich kann da einfach nichts anderes tun, als einfach nur meinen Mund zu halten. Weil ich denke, die Serie Bühne frei ist auch ein bisschen dafür gemacht, einfach die Artists für sich selbst sprechen zu lassen. Ich dachte mir bei der ersten Episode noch, ich sollte vielleicht mehr sprechen oder sonst was. Aber mittlerweile bin ich mir eigentlich sicher, ich sollte mich ein bisschen zurücklehnen. Weil das ist der Grund, warum ich Musik liebe. Das ist der Grund, warum ich stundenlang, Tag für Tag hier sitze an meinem Computer und möchte neue Artists finden. Nur damit sowas wie Mustafa rauskommt. Weil ich liebe Mustafa. Hier passt alles. Hier passt einfach komplett alles. Weil die Songs kommen vom ganzen Herzen. Solche Songs sind bei mir einfach sehr, sehr oben priorisiert. Ich hoffe, Mustafa konnte euch genauso begeistern wie mich. Und damit ist dieses Video auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao.